So, wir kommen heute nun endlich zu den neuen Clicker Idle und Incremental Games. Also, das nächste Spiel ist jetzt Horse Farm, mit dem ich jetzt einsteige. Und ich werde erstmal die Musik rausnehmen. Also, willkommen auf deinem neuen Reiterhof. Mit deiner Hilfe wird er schon bald ein Paradies für Pferde und Reiter sein. Als erstes brauchst du einen Stall für deine Pferde. Die Hintergrundgeräusche. Naja, lasse ich erstmal noch mitlaufen, auch wenn der Wind aus meiner Sicht ein bisschen laut pfeift. Okay, erstmal den kleinen Stall. Anscheinend ist das Zeug auf Tablet ausgelegt. Sonst hätte ich ja nicht diese dreckige Drop-Mechanik. Die ersten 20 Sternepunkte. Was wenn, lass uns ein Pferd kaufen. Jawohl. Pferdchen. Ey, wir sind hier am PC, nicht auf dem Tablet. Leo. Und der erste Stufenaufstieg. Aber sicher wird es bald Hunger und. Okay, Scheune als nächstes. Muss ich die Wege manuell verbinden nachher? Dein Pferd wird durstig sein. Produziere einen Eimer Wasser in der Scheune. Okay. Ja. Wenn du Wasser haben willst, kannst du Wasser haben. Gut. Schicke es in die Scheune zum Essen. Ziehe das Pferd auf das Gebäude, in das es möchte. Ein Pferd möchte in ein bestimmtes Gebäude. Okay. Gut, habe ich gemacht. Um uns weitere Pferde zu leisten, müssen wir Geld verdienen. Erste Gäste warten schon, um Ferien zu machen. Lass uns eine schöne Lodge für unsere Gäste bauen. Okay, kann ich vorher irgendwas anderes machen? Nein. Gut, eine Lodge. Ist auch wieder vollkommen egal, wo ich das ganze Zeug hinstelle. Okay, es dauert schon 3 Sekunden, aber alles noch unerheblich. Klicke auf die Rezeptionsklingel. Gastwünsche. 3, 4, 5. Sind das irgendwelche Sterne? Okay, können die nächsten Sachen gebaut werden, die nächsten Diamanten und so weiter. Dass sie das nicht einfach mit Missionen machen können, sondern einfach das einen so an der Nase durch das Tutorial führen. Okay, Devil Pommes oder Siebel Pommes. Lecker, produziere Eis am Stiel, dein Gast wird sich freuen. Klar. 35 Sekunden. Okay, ein Slot. Darf ich auch nichts anklicken? Kleiner Tipp: Mit Rubinen kannst du jede Produktion beschleunigen. Ich schenke dir diese Rubine. Probier's doch gleich mal aus. Wenn ich die jetzt nicht ausgegeben hätte, hätte ich sie auch behalten können. Okay, alles findet irgendwie mit dem Anklicken statt. Dann hat auch wirklich soll die Lodge, um Raum für mehr Gäste zu schaffen. So, ein weiterer Slot für 400 Taler. Okay, das heißt, die Slots kann ich gegen normales Geld bekommen. In 30 Sekunden bekomme ich den nächsten Gast. Und hier kann ich auch weitere Slots freischalten. Okay. Hast du deinen schau im Missionsbett nach, weil es halt nichts zu tun hast. Okay, das heißt, du lässt mich langsam selber was machen. Was steht denn hier? Hier findest du eine Übersicht deiner Herausforderungen mitsamt Belohnung. So, also einen Gast glücklich machen, alle seine Wünsche erfüllen und dann abreisen lassen und noch 3 Wünsche meines Pferds erfüllen. Eine wahre. Oh, ich habe die erste Errungenschaft freigeschaltet. Von 43 möglichen. Eine wahre farbenfrohe Augenweite plantiert sich hier, aber lass es nicht von den Pferden abknabbern. Wie jetzt? Ich habe da jetzt nicht vor, was zu kaufen. Ah ja, okay, da werde ich gleich wieder auf den Shop umgeleitet. Deine erste Aufgabe: Alle Wünsche deines Gastes erfüllen. Und du willst dahin. Was ist das? Alles, was du für den perfekten Start eines Reiterhauses brauchst. Natürlich. Und dazu muss ich wie viel ausgeben? Ach so. Also das ist dann, läuft über den Steam Shop und 10 Euro für 1600 Rubine bis zu 64.000 Rubine für 250 Euro plus ein paar andere Gimmicks. Nein, ich spiele erstmal so. Kaufe Rubine und erhalte ein NPC-Pferd.
Muss ich echt aufpassen, dass sie hier ständig den Shop da aktivieren. Okay, das Ding kann ich einsammeln und kann es direkt erfüllen. Okay, so, was sind das? Ah ja, genau, ich habe das Tutorial abgeschlossen. Hofjunge, du beherbergst nun 3 Gäste. Also, dann kann ich hier noch den nächsten Slot freischalten. Oder auch nicht. Boah! Von wegen, der kostet es gegen echt Geld zu kaufen. Gegen einfach nur Geld zu kaufen. Achso, das ist der Imbiss-Slot. Und das wäre für das Essen, dass mehrere dort gleichzeitig bedient werden können. Aktueller Gebäudelevel. XP-Gewinn plus 100% und Gewinn plus 25%. Okay, der ist jetzt weg. So schnell vergeht die Zeit. Dein erster Gast ist bereit zur Abreise. Okay. Da gibt es auf jeden Fall ein bisschen mehr Kohle. Okay, mein Pferdchen will wieder Wasser haben. Wasser ist nicht produziert worden, muss noch produziert werden. Das Ding läuft noch, aber der wollte doch eben noch was dort zum Essen geben. Haben sich seine Wünsche schon geändert? Ja, also Mission abgeschlossen. Habe Eis am Stielauflager 4 Stück und Lagerplatz Imbiss 3 von 4. Okay, muss ich den Lagerplatz beim Imbiss dort erweitern? Okay, jetzt will er wieder dorthin. Okay. Also das ändert sich anscheinend auch immer wieder. Ab Level 6 kann ich Fohlen züchten. Ah, hier kann ich ein Porträt auswählen. Das ist hier wahrscheinlich zum Beenden, aber eine Auflösung oder irgendwas kann ich hier auch nicht weiter einstellen. Ja, das ist blöd, wenn da so ein blödes Hintergrundrauschen drin ist. Und was wahrscheinlich hier irgendwie die Windmühle oder sonst was darstellen sollte. Weil die normalen Geräusche wären hier ganz okay. So, was haben wir denn hier? Neues Picknicktisch. 0 bis Unlimited, Holzbank, Seilabsperrung, was auch immer das bedeutet. Achso, 0 von 10 kann ich davon bekommen. Aber was bringen die? Und hier kann ich Blumen, Buche und irgendwas bauen. Ja, mal gucken, ob die irgendwie nachher eine sinnvolle Aufgabe haben. So, Imbiss-Scheune und die kleine Lodge und den kleinen Stall habe ich alles schon. Pferdchen erfüllen, Wasser herstellen, hier den nächsten Eis am Stiel herstellen. Lagerplatz Imbiss 3 von 4. Das heißt, ich muss hier den Lagerplatz erweitern. Wähle eine Währung, 800. Boah. Das heißt, dann kann ich 4 Stück dort einlagern. Das heißt, viel mehr kann ich dann da gar nicht auf Vorrat produzieren. So, mal gucken, wie teuer wird denn das dann? Okay, die kann ich erst kaufen, wenn ich Level 6 erreicht habe. Erst dann kann ich einen weiteren Lagerplatz freischalten und immerhin dann nur für 600. Naja. Oh, sauber machen muss ich auch noch. Der hat 5 Wünsche. Und der andere ist noch nicht wieder abreisebereit. Okay, das ist jetzt besetzt. Leider kannst du da aktuell nicht rein. So, noch ein Eis am Wobei, es sollten noch nur 3 sein, oder? Ne, ich soll 4 auf Lager haben. Okay. Deswegen war die Erweiterung auch vorher notwendig. Mikromanagement vom Feinsten. Hofpersonal. Okay, hier draußen kann ich aber noch nichts machen, aber da werde ich wahrscheinlich nach und nach ausbauen können, dass ich mehr Platz habe. So, mal gucken, kann ich hier noch andere Sachen herstellen? Erstmal noch nicht. Dann stellen wir noch mehr Wasser her. Und nach Hause geht das Pferd wahrscheinlich auch von alleine dann. Der andere hat doch eben schon gefuttert. Will er gleich noch eine zweite Portion. So, wie kriege ich jetzt die flammenden Fähnchen da weg? So, abgeschlossen. Check-ins, 1. Erfülle Gästewünsche, 3. Tja, statt einmal Pommes lieber 2 Eis am Stiel. Jo, und der kann auschecken. Dann sauber machen, den nächsten rein. 3 Gästewünsche. Das heißt, je schneller die abreisen, also doch lieber mit kleineren Gästewünschen arbeiten, damit die dann schnell Geld bringen. Und schon erledigt. Sehr schön. Pferdewünsche sind auch erledigt, auch gut. Und jetzt baue eine Reitstation, 2 Check-ins, 3 Gästewünsche. Achtung, aufgesattelt, jetzt wird longiert. Baue eine Reitstation, so kannst du deinen Gästen weitere Wünsche erfüllen und neue Produkte herstellen. Produziere alles, was ich deine Pferde und Gäste wünsche. Starte 5 Produktionen. Erfülle 3 Gästewünsche. Okay, die Reitstation kannst du ab Spielerlevel 5 bauen. Sammel noch ein paar Erfahrungspunkte. Ja, 2 Stück. Okay, jawohl, Reitstation bauen. 1900, okay, habe ich genug Kohle dafür, ja.
Ich kann gar nicht beliebig viele von den Sachen bauen. Das heißt, ich könnte ja gar nicht weitere Stall und weitere Lodges bauen. Na gut, dann muss das auch so gehen. Und du willst schon abreisen. Ihr habt es ja echt eilig. Dann sauber machen und den nächsten Gast hereinbitten. Ah, das ist dann noch Anforderungsstufe Level 1 und später werden die wahrscheinlich höhere Wünsche haben. Dann wird es nicht so schnell gehen. Ja, das muss noch fertig gebaut werden. Ach, die will eine Peitsche haben. Das heißt, das Ding kann ich dann da produzieren. Auf jeden Fall so eine schöne Klickorgie. Aber mal sehen, wie lange das noch so aktiv bleibt und ab wann die Zeiten dann deutlich länger werden. So, Check-in sind abgeschlossen, Reitstation ist in Arbeit. Ein schmutziger Hof kommt nicht gut an. Schnell weg mit dem Unrat. Ja, muss ich zumindest nicht extra Leute einstellen, um den Müll wegzuräumen. So, 50 Erfahrungspunkte. Hotü, deine Gäste möchten gern reiten. Erfülle ihnen diesen Wunsch. Ja, Moment. Okay. Und dazu muss ich jetzt Knabberstumpfer. Wie her ist das Pferd? Achte darauf, dass deine Pferde wunschlos glücklich sind, bevor du sie ausreiten lässt. Okay, alles klar. Genau, es ist ein Fressplatz da. Okay, den Slot kann ich nicht ausbauen, aber den Lagerplatz machen wir aber erstmal auch noch nicht. Aber Produktion kann ich hier noch anfangen. 1 Minute und 12. So, kann ich noch ein zweites Pferd kaufen? Nein, ist ja später verfügbar. Da sind die nächsten Sachen komplett. Also Gästewünsche erfüllt. Müll eingesammelt. Okay, die Liste wird immer länger. Aber das sind die Hauptstationen. Mehr Stationen, Achtung, aufgesattelt, genau. Auf deinem Hof kannst du jetzt auch Pferde züchten. Die Voraussetzung: einen Hengst und eine Stute. Männliches Pferd habe ich, weibliches Pferd brauche ich noch und Gästewünsche. Eine Deckstation, sehr schön. Also kann ich jetzt hier das zweite Pferd kaufen. Ein Andalusier. Was ist das? Hier werden Pferde abgelegt, die du geschenkt bekommen hast. Okay. 1200. Ob ich mir das leisten kann? Oh. Boah. Ne, das ist noch ein bisschen schnell. Ja, das habe ich gerade gesehen. Okay, erst in 3 Minuten kommt der nächste Gast. Das reicht noch. Ist noch genug Zeit. So, was soll ich denn noch machen? Okay, Pferdewünsche erfüllen. Strohhaufen. Okay, 2 Strohhaufen kaufen. 12 Wünsche erfüllen. Egal von wem. Und 6 Gästewünsche. Also, Strohhaufen kaufen. Die Deckstation kann ich mir noch nicht leisten. Also muss ich erstmal Strohhaufen kaufen. Und der vierte. Nummer 3. Du bist ja eh komplett voll. So, was kann ich jetzt aktuell anstellen? Ah ja, den zweiten Strohhaufen kaufen, klar. Strohhaufen habe ich genug. So, jetzt muss ich noch das weibliche Pferd kaufen und die Gästewünsche erfüllen. Komm, sag mir deinen Wunsch, damit ich ihn dir erfüllen kann. Eis kommt sofort. Zack. Wieso kann ich dich eigentlich nicht anklicken, während du hier rumläufst? So, die Routen sind jetzt schon komplett, beziehungsweise Gärten sind es an der Stelle. Mehr kann ich davon nicht produzieren. Und jetzt willst du auch reiten. So, 2000. Dann hier erstmal den nächsten Slot freischalten, damit ich ein weiteres Pferd unterstellen kann. Und mir das Pferd auch leisten kann. Olivia. So, dann kann ich zumindest noch ein paar Pferdewünsche erfüllen. Pferdezucht ist angegangen, wobei ich habe noch keine. Genau, die Deckstation brauche ich jetzt als nächstes. Oh, ich kann das Pferd dann verkaufen. Ja, auch erst später. Na gut. So, Deckstation.
3200, naja, ein bisschen fehlt noch. Wird das Ganze schon etwas langsamer, weil ich kann ja jetzt nicht weiter produzieren oder irgendwas anstellen. Du beherbergst nun 3 Gäste. Nee, so viel kann ich noch nicht haben. Spieler Level 10 erreichen. 20.000 Dollar für Questbelohnung. Spieler Level 30, 10 Pferde. Spieler Level 50, 100 Mal Müll aufgeräumt. 25 Gäste, 1000 Quests, 50, naja, die sind auf jeden Fall ziemlich generisch, diese verschiedenen Kleinstufen-Quests hier. Die kommen wahrscheinlich ständig wieder neu, werden halt nur immer aufwendiger. Dann gucken wir mal, was hier in dem. Okay, das heißt einfach nur, sie wartet drauf, aber die andere reitet noch eine ganze Minute. Wunschintervalle minus 0, danach Wunschintervalle minus 4. Das heißt, dann kommen die Wünsche schneller. Und ich kann sie schneller abarbeiten. Ein neuer Gast ist bereits angekommen. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie dann langfristig die Möglichkeiten sind, an die Rubis zu kommen. Pommes, die kann ich dir sofort geben. Ah, das heißt, die wechseln sich dann trotzdem ab. Jawohl. Und kommt gleich eine neue. Ja. Sammle zweimal Müll auf. Okay. Abreisen. Sofort. Gilt es auch als Müll aufsammeln, wenn ich das da sauber mache? Ne. Ich frage mich ja, wann ich hier die Gebäude aufleveln kann. So, 12 Wünsche erfüllt. Jawohl. Erfahrungspunkte. Okay, die Deckstation soll ich noch bauen. Pferdewünsche erfüllen. Produktion starten. Na super. Also, einmal Müll. Das geht aktuell nicht. Ihr könnt nicht beide gleichzeitig futtern gehen. Aber ich habe jetzt genug Kohle für die Deckstation. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie schnell da neue Pferde rausspringen. Weil in der Zeit, wo die da drin sind, wird es wahrscheinlich keine Reiterei geben. Aber für das Decken selber wird es ja wahrscheinlich nicht allzu viel Zeit brauchen. Ist wieder blöd, dass man das nicht auf alle 4 Richtungen drehen kann. Weil ich hätte das Haus gerne auf der anderen Seite. Und dann setzen wir es halt hier daneben. Da ist wieder eins komplett. Und als nächstes gibt es wieder Wunscherfüllungen. Einmal abreisen und einmal Pommes essen. Und sauber machen. Gibt schon einen neuen Gast? Nö. Dann ist ja wahrscheinlich hier auch, dass ich dann, wenn das aufgelevelt ist, okay, einen weiteren Rezeptionsslot. Hofprestige. Gibt es noch nicht. Den für 80. Einen kann ich für 400 kaufen. Aha. Okay, alle anderen kosten 80. Ist das ein Fehler? Das heißt, ich muss mir echt jeden Slot einzeln angucken. So, der nächste Gast kommt. Achteinhalb Minuten braucht er aktuell. Jo, das eine Pferd ist glücklich. Dann kann es auch wieder reiten gehen. Pferdewünsche erfüllt. Das ist noch die Bauzeit von der Deckstation. Also Produktion, Müll aufsammeln. Schon wieder. 5 von 18, 9 Gästewünsche und 6 abgereiste Gäste. Ja, die Liste wird eher länger als kürzer. Mal sehen, ob jetzt nach den 8 Minuten die Zeit eigentlich weiter ansteigt für die Gäste. Also ob das nach und nach immer langsamer wird. Boah, 144 Rubine. Nie und nimmer. Vor allem ist es echt brutal teuer. Wie kann das so unterschiedlich viel kosten? Hier kosten 7 Minuten 140, das heißt 20 pro Minute. Hier sind 5 mit 30, 6 pro Minute. Juhu! 1520, Blumentreppe, kleine Lodge plus 1 Max. Okay, das heißt, ich kann eine weitere Lodge bauen. Bei uns soll jeder das genau das Pferd bekommen, was er sich. Rasse, Geschlecht, alles spielt eine Rolle. Sieh genau hin, wir wollen nur das Beste für unsere Gäste. Pferde, die nicht den Wünschen eines Gastes entsprechen, haben Wert der Zuweisung einen dunklen Rahmen. So, das heißt, ich kann jetzt eine zweite Lodge bauen. Dafür müsste ich aber mal mehr Gäste bekommen. Und das sieht nicht so aus, als ob ich die recht zügig bekomme. Okay, beide Pferdchen sind wieder im Stall. Was habe ich dir jetzt gegeben? Ach, die Pferdepeitsche. Noch eine.
Wir bekommen gerade mal 11 Taler dafür. Und wie viel hat mich jetzt gekostet? 7? 9 für das Eis. Und 5 bezahle ich dafür. Zumindest wenn sie abreißen, lohnt sich es dann doch ein bisschen mehr. Aber nur ein bisschen. Also schauen wir mal, was jetzt losgeht. Kombinationsliste. Also das Yin-Yang kombiniert mit Kraft ergibt dieses Sonnensteinchen. Was hatte ich jetzt bei dem anderen? Da hatte ich das flinker Laufen. Das lohnt sich aber nur mit den beiden. Mit den anderen gibt es keine sinnvolle Eigenschaft. So, das heißt, sie haben maximal 3 Eigenschaften. Eltern mit höheren Werten erzeugen Fohlen mit höheren Werten. Einzelne Hauptattribute werden von Eltern vererbt. Die Chance auf bestimmte Spezialeigenschaften kann durch Kombination erhöht werden. Das heißt, das Kind bekommt dann dieses fliegende Ding und das Yin-Yang einfach. Während wenn die Eltern das beides haben, dann das verstärkt auftritt. Okay, aber es gibt im Endeffekt diese 6 Symbole und 3 Dinger davon können sie haben. So, das habe ich jetzt schon. Okay, kriege ich jetzt, ja, Besitzer einen Fohlen. So, ein neuer Gast ist eingetroffen. Und natürlich will die reiten gehen. Ne, jetzt machen wir zuerst mal das mit dem Fohlen fertig, weil ich will jetzt wissen, wie das funktioniert. 536. So, das heißt, sie sind 2 Jahre alt. Männlich, weiblich. Und das ist Springen 2 und Ausdauer 2. Na dann schauen wir mal. Okay, das sind jetzt die 3 verschiedenen, die ich bekommen kann. 1 Stern, 2 Stern, 3 Stern. Und das soll ich jetzt auswürfeln. Nee, oder? Das war doch geschummelt. Ach, ist das süß. Ich habe einen Fohlen freigeschaltet. Für deinen Fohlen wird Platz mehr. Du kannst nun einen weiteren Stall kaufen. Na, immerhin. Schön, dass ich das kann. Okay, jetzt muss ich erst den Stall kaufen, weil sonst geht natürlich gar nichts. Okay, ich habe jetzt einen Fohlen. Baue eine zweite Lodge. Okay, das kommt noch. Gut, aber das hat ja echt nicht lange gedauert. Also die sind nicht länger blockiert, wenn ich da irgendwie Fohlen züchten will. Dafür ist aber das Ding jetzt natürlich noch belegt. Okay, sie hat zumindest die Schnelligkeit geerbt. Und da Stufe 1 und 2. Das heißt, die sind jetzt Goldniveau, weil die beiden Ausgangspferde ja, bereits dort entsprechende Stufen hatten. Da bin ich ja mal gespannt, wie stark sich das dann hochsteigern lässt. Produktion abgeschlossen, Wünsche erfüllt. Und die Lodge soll ich noch bauen. So, wieder Produktion und ich soll meine Pflanzen gießen. Was denn für Pflanzen? Ich habe überhaupt keine Pflanzen. Du hast dein erstes Fohlen gezüchtet. Das heißt, um die Mission zu vervollständigen, muss ich tatsächlich dieses Pflanzenkrimskrams setzen, weil sonst kann ich hier nichts gießen. Nehmen wir mal die blauen Blümchen und kleistern mal damit hier mal ein paar Sachen voll. Gießen. Okay, das Ding, kann ich das... Ja, so ist es natürlich unpraktisch. Ich hätte das Haus gern auf der anderen Seite, verdammt nochmal. Dann sieht man natürlich die netten Animationen nicht, die sie extra gemacht haben. Der kann jetzt nicht in den Stall, weil hier natürlich der Stall noch gebaut wird. Ich frage jetzt natürlich auch, wie viel der jetzt tatsächlich einbringen würde. So, muss ich die Bäume auch gießen? Ja. Ich frage jetzt natürlich nur, wie oft. Also, wie oft soll ich die jetzt 5 pflanzen? Steigen die eigentlich auch im Level auf? Hat im Moment Level 1 mit 50%. Das heißt, je mehr die machen, desto besser werden die. Oh, mein Pferdestammbaum. Olivia. Nach Geburtstagen. Geschwindigkeit. Springen. Okay, das heißt, da kann ich einfach nur sortieren, welche Pferde welche Fähigkeiten haben. Alle männlichen, alle weiblichen und alle. Okay, mein Stall ist gleich fertig. Dann kann ich hier jetzt das Pferd einquartieren. Neue Pferde in 20 Stunden. Okay, das sind die Pferde, die ich kaufen kann. Ja, aber was ist jetzt mit dem Pferd hier? Das braucht also doch noch eine halbe Stunde. Was ist jetzt hier? Ab Level 8 gestalte deine Gebäude, wie es dir gefällt. Okay, dann kann ich die einfärben. Wobei mir Blau ja schon ganz gut gefällt. Ja, da ist schon die nächste
Gießgeschichte gewesen. Mal sehen, ob der Baum jetzt auch gleich wieder dran kommt. Aber abschließen kann ich ja jetzt trotzdem dann schon mal. So. Jawohl, geschafft. Oh, noch keine neue Aufgabe. Na gut, dann machen wir jetzt mal die zweite Lodge, wenn ich sie mir leisten kann. 2,5? Ne, kann ich nicht. Okay, zwei neue. Wieder Müll einsammeln und 24 Wünsche erfüllen. Ja, es wird halt immer mehr. Was ist denn das jetzt? Anforderungen. Shetland Ponys. Stufe 1 und das muss es haben. Und Shetland Ponys geben mehr Geld. Tja, wo kriege ich denn jetzt einen Shetland Pony her? Da ist ein Shetland Pony. Es kostet auch nur 1300. Na super. Na dann. Super. Und gleich will es was zu futtern haben. Ich hoffe, das Shetland Pony kommt schnell genug zurück. 20 Sekunden. Naja, hoffen wir mal, dass du da noch Lust auf dein Pony hast. Na dann, jetzt machen wir es mit dem Bonus-Objective. Genau, Anforderungen erfüllen. Pferdeinformationen, Status beachten, verfügbar, beschäftigt, nicht nutzbar. Und das Shetland, wie wähle ich das denn jetzt eigentlich aus, damit das richtige Pferd dahin kommt? Kann er seinen Shetland Pony bewundern? Für das Gießen gibt es auf jeden Fall immer ein Sternchen. Das heißt, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, die ganze Pflanze schon mal voll zu machen, damit zumindest diese kleine Menge an Sternchen eingesammelt werden kann. Wie lange machen die zwei denn dann noch rum? Oh, ein neuer Gast. Okay, der untere. Noch eine halbe Minute. Juhu, ich habe 10-mal meine Blumen gegossen. Okay, neue Aufgaben. Produktion starten und Pflanzen gießen. Und Gästewünsche erfüllen. Natürlich, was denn sonst? Also mehr Pflanzen kaufen, um mehr Pflanzen gießen zu können. Ja, wenn zwei Pferde Durst haben, wäre es eigentlich schon ziemlich hilfreich, wenn ich tatsächlich zwei Sachen auf einmal produzieren könnte. Okay, der untere Slot kann gegen Geld erweitert werden. Das heißt, die ersten Sachen sind gegen Rubies und die anderen können ab einem bestimmten Level gegen Geld gekauft werden. Soweit halt mehrere Slots zur Verfügung stehen. Ich frage mich ja, ob es noch Müll geben kann, wenn das alles mit Pflanzen zugepflastert ist. Noch vier Bäume. Jawohl, Level 8. Das war jetzt das mit der Personalisierung. Zeit, deinen Reiterhof einzigartig zu gestalten. Ich dachte an ein paar neue Fensterrahmen oder vielleicht einen neuen Anstrich, die es garantiert auch nicht einfach nur so gibt. Du glaubst ja nicht, dass ich 200 Taler für das Zeug ausgebe. Naja, anscheinend glaubst du schon. Na, super. Ey, und das muss ich alles bezahlen? Ach, damit level ich die Dinger auf. Ach du meine Güte. Okay, das sind die Punkte, um die Gebäude auf eine höhere Stufe zu bringen. Neue Gebäudestufe, herzlichen Glückwunsch, deine neuen Vorteile. Ein weiteres Produkt und 100% XP-Gewinn. Was du denn, desto profitabler kannst du deine Produkte herstellen. Schieb in der Zone das Wasser nach links, um Getreide herzustellen. Der kleine Nachwuchs will auch schon das Getreide futtern. Auf jeden Fall ist es ziemlich teuer, dann die ganzen Gebäude entsprechend umzurüsten. Und ich frage mich ja, ob das dann jetzt jedes Mal der Fall ist. Oh, dann verliere ich sogar wieder an Wert. Okay, also so von wegen individuell das ganze Design und so weiter, das geht gar nicht. Weil ich brauche die Punkte tatsächlich dann, um überhaupt das Niveau zu halten. Und da kommen dann die nächsten Stufen ins Spiel. Naja, mal sehen, ob das noch motivierend genug bleibt dann später. Der ist jetzt Stufe 2. Oder will es einfach nur auf einem Ding mit Stufe 2 futtern? Weil du bist auch Stufe 1. Tja, ob die jetzt überhaupt noch Wasser wollen oder ob die jetzt immer nur Getreide futtern? Okay, Bonus für ein weibliches Pferd. Super, Olivia steht nicht zur Verfügung. Warum steht Olivia nicht zur Verfügung? Sie will noch Getreide futtern. Ja, ja, so geht das. Oder auch eben nicht. Okay, was haben wir hier jetzt Neues? Stelle Mitarbeiter ein. Gemeinsam seid ihr stärker. Level 10 kannst du Mitarbeiter einstellen, die unterstützen dich bei allen Aufgaben auf deinem Hof. Das heißt, die werden dann automatisch die Pflanzen gießen und solche Geschichten. Okay, also Wasser wollt ihr trotzdem noch haben. Okay, wer von euch beiden ist jetzt Olivia? Olivia ist der Andalusier, der Graue, also der Hintere.
So. Dann aber schnell, bevor sie wieder irgendwas anderes wollen. 8 Taler, das ist das ganze, der ganze Bonus. Ohne den zweiten Produktionsplatz wird es hier nicht sehr fröhlich weitergehen. Also her damit. Zweimal Getreide. Okay, gibt es jetzt wieder neue? Eine zumindest. 30 Wünsche. Das ist auf jeden Fall noch ein ziemlicher Grind, bis ich mit den kleinen Sachen, die ich jetzt aktuell eigentlich nur machen kann, mir die zweite Lodge leisten kann, um mit den Hauptmissionen vorwärts zu kommen. Wobei doch, das Füttern selber kostet ja auch dadurch, wenn ich die Teile weitergebe. Das heißt, da könnte ich dann ein ziemliches Deadlock kommen. Wenn ich dann keine Kohle mehr habe, um die Sachen zu produzieren und die alle irgendwas von Wasser oder Hafer fressen wollen, dann kann ich die Pferde nicht einsetzen und kann eventuell deren Wünsche nicht erfüllen. Das könnte dann ziemlich nervig sein, darauf zu warten, bis die dann ihre Wünsche ändern und ich sie dann irgendwie mit dem Zeug da zufriedenstellen kann. Oder ich dann nochmal irgendeine Nebenmission vervollständigen kann. So, ein weiteres Mal Wasser produziert und ein weiteres Mal Getreide produziert, was ich jetzt nicht darf, solange ich es nicht verfüttert habe. Langsam wird es mit dem Wasser jetzt schon nervig, vor allem da ich keine weiteren Missionen bekomme, die mir dann irgendwas weiterhelfen. Im Moment gibt es hier jetzt eigentlich gar nicht so sinnvoll, was weiteres zu erreichen, weil bis ich die nächste Hauptmission erledigen kann, das dürfte noch eine ganze Weile dauern. Jetzt will die natürlich den männlichen haben und die sind nicht verfügbar. Aber dann ist das für den ersten Blick ausreichend, um hier mal den ersten Eindruck zu bekommen. Und das andere wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern, bis ich dann 2500 wieder zusammengegrindet habe. Mal gucken, wie viel bekomme ich denn jetzt eigentlich hier jeweils? 140, 65, 90? Naja, ja, das dauert also eine ganze Weile, das zusammenzubringen. Mal gucken, ob das Spiel dann tatsächlich auch langfristig motiviert, um da diese Aufgaben weiterhin zu erfüllen. Also, soweit erstmal für Horse Farm und dann weiter zum nächsten Spiel, was neu in die Liste reinkommen kann.